auf einem Pferdemarkt. 58, vielleicht zu High Market, wo andere Dinge noch in Ware sich verwandeln. Bracht einst ein hungriger Poet der Musen Ross, es zu verhandeln. Hell wieherte der Hypogryph und bäumte sich in prächtiger Parade. Erstaunt blieb jeder stehen und rief: Das edle, königliche Tier! Nur schade, dass seinen schlanken Wuchs ein hässlich Flügelpaar entstellt. Den schönsten Postzug wird es zieren. Die Rasse, sagen sie, sei rar. Doch wer wird durch die Luft kutschieren und keiner will sein Geld verlieren? Ein Pachter endlich fasste Mut. Die Flügel zwar, spricht er, die schaffen keinen Nutzen, doch die kann man ja binden oder stutzen. Dann ist das Pferd zum Ziehen immer gut. 20 Pfund, die will ich wohl dran wagen. Der Täuscher, hochvergnügt, die Ware loszuschlagen, schlägt hurtig ein. Ein Mann, ein Wort. Und Hans trat frisch mit seiner Beute fort. Das edle Tier wird eingespannt. Doch fühlt es kaum die ungewohnte Bürde, so rennt es fort mit wilder Flugbegierde und wirft von edlem Grimm entbrannt den Karren an eines Abgrunds Rand. Schon gut, denkt Hans. Allein darf ich dem tollen Tiere kein Fuhrwerk mehr vertrauen. Erfahrung macht schon klug. Doch morgen fahr ich Passagiere, da stell ich es als Vorspann in den Zug. Die muntre Krabbe soll 2 Pferde mir ersparen, der Koller gibt sich mit den Jahren. Der Anfang ging ganz gut. Das leicht beschwingte Pferd belebt der Klepperschritt und pfeilschnell fliegt der Wagen. Doch was geschieht? Den Blick den Wolken zugekehrt und ungewohnt den Grund mit festem Huf zu schlagen, verlässt es bald der Räder sichere Spur und treu der stärkeren Natur durchrennt es Sumpf und Moor, geackert Feld und Hecken, der gleiche Taumel fasst das ganze Postgespann, kein Rufen hilft, kein Zügel hält es an, bis endlich zu der Wanderer Schrecken der Wagen wohlgerüttelt und zerschellt auf eines Berges steilem Gipfel hält. Scheiße nochmal, das geht nicht zu. Mit rechten Dingen, spricht Hans, mit sehr bedenklichem Gesicht. So wird es nimmermehr gelingen. Lass sehen, ob wir den Tollwurm nicht durch magre Kost und Arbeit zwingen. Die Probe wird gemacht. Bald ist das schöne Tier, eh noch 3 Tage hingeschwunden, zum Schatten abgezehrt. Ich hab's gefunden, ruft Hans. Jetzt frisch und spannt es mir gleich vor den Pflug mit meinem stärksten Stier. Gesagt, getan. In lächerlichem Zuge erblickt man Ochs und Flügelpferd am Fluge. Unwillig steigt der Greif und strengt die letzte Macht der Sehnen an, den alten Flug zu nehmen. Umsonst. Der Nachbar schreitet mit Bedacht und Phöbus stolzes Ross muss sich dem Stier bequemen. Bis nun vom langen Widerstand verzehrt, die Kraft aus allen Gliedern schwindet, von Gram gebeugt, das edle Götterpferd zu Boden stürzt und sich im Staube windet. Verwünschtes Tier!
bricht endlich Hansens Grimm laut scheltend aus, indem die Hiebe flogen. So bist du denn zum Ackern, selbst so schlimm! Mich hat ein Schelm mit dir betrogen. Schlimm, 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 schlimm. Indem er noch in seines Zornes Wut die Peitsche schwingt, kommt flink und wohlgemut ein lustiger Gesell die Straße hergezogen. Die Zither klingt in seiner leichten Hand und durch den blonden Schmuck der Haare schlingt zierlich sich ein goldenes Band. Wohin, Freund, mit dem wunderlichen Paare? Ruft er den Bauer von weitem an. Der Vogel und der Ochs an einem Seile? Ich bitte dich, welch ein Gespann! Willst du auf eine kleine Weile dein Pferd zur Probe mir vertrauen? Gib Acht, du sollst dein Wunder schauen. Der Hippogryph wird ausgespannt. Und lächelnd schwingt sich ihm der Jüngling auf den Rücken. Kaum fühlt das Tier des Meisters sichere Hand, so knirscht es in des Zügels Band und steigt, und Blitze sprühen aus den beseelten Blicken. Nicht mehr das vorige Wesen, königlich, ein Geist, ein Gott, erhebt es sich, entrollt mit einem Mal in Sturmes Wehen der Schwingen Pracht, schießt brausend Himmel an, und ehe der Blick ihm folgen kann, entschwebt es zu den blauen Höhen. Ha 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 ha!